Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem Infovideo zu meinem zweiten Dead by Daylight Turnier. Ja, das erste Dead by Daylight Turnier ist jetzt schon eine Weile her. Ja, 5 Monate fast. 28.03. habe ich das Turnier veranstaltet. War auch relativ erfolgreich. So insgesamt im Durchschnitt 50 Zuschauer. Fand ich cool. Bloß, es war ein bisschen zu lange. Wir haben angefangen um 20 Uhr und ja, um 3:30 habe ich dann den Stream ausgemacht. Also 8 Stunden nur gezockt, das war schon hart. Aber es hat Spaß gemacht. Auch wenn ich ein bisschen fast am Durchdrehen war wegen die ganzen Survivor. Aber ja, es hat trotzdem Spaß gemacht und jetzt habe ich wieder Bock. Ich habe Zeit und ja, jetzt kommt das zweite Dead by Daylight Turnier. Und fangen wir mal mit den Regeln an. Nicht wundern, wenn ich jetzt mal kurz immer nach unten schaue. Da stehen meine Informations, was ich hier in diesem Video zu sagen habe. Also, es wird wieder als Team gespielt. Also ein Team, 4 Personen. Ich bin wieder der Killer. Also ich werde euch jagen und verhauen. Dann die Teams spielen gegeneinander wieder. Kommt jetzt darauf an, wie viele Teams mitmachen. Wenn jetzt wieder so viele Teams mitmachen, wo es so eine ungerade Zahl ist, wo ich dann halt nicht jede Runde Teams gegeneinander spielen kann, dann wird das so gemacht, dass ich die Liste durchgehe. Also sagen wir mal 9 Teams, 1 bis 9, wird durchgezockt und die ersten 4 zum Beispiel kommen dann weiter. Also die ersten 4 mit den meisten Punkten kommen dann weiter. Es wird dann am Ende der Runde die Punkte zusammengezählt von den Teammitgliedern und es gibt natürlich die Strafpunkte auch wieder 2000 für jeden, den ich am Haken aufhake. Geiles Deutsch, aufhake. Und ja, da werden dann die 2000 am Ende subtrahiert und ja, wie gesagt, die besten 4 Teams mit den meisten Punkten kommen dann eine Runde weiter und dann wird das gegeneinander gespielt, also Team 1 gegen Team 4 und Team 2 gegen Team 3. Also Erstplatzierter gegen Viertplatzierter, Zweitplatzierter gegen Drittplatzierter. Ja, und dann kommt das Finale und dann haben wir es auch schon geschafft. So, dann, ihr dürft 4 Perk-Slots benutzen. Ihr könnt auch nur 2 benutzen, wie ihr wollt. Diesmal dürft ihr kein Item mitnehmen. Kein Item, ja. Letztes Mal durftet ihr noch ein Item mitnehmen, aber das da mit den ganzen Taschenlampen, keine Don, ist klar. Ihr könnt aber in den Kisten, wenn ihr da was findet, das dürft ihr natürlich nehmen. Aber kein Item und kein Don. Genau. Das letzte Mal hat man ja die Items drin gehabt und immer wenn ich einen aufgesammelt habe, bing, wumm, blind und wieder von der Schulter gefallen, der Survivor. Das war nicht so toll. Ich benutze keinen Nöd. Ja? Du bist da auch schon mal Bescheid. Dann werden keine Offerings benutzt. Also keine Karten, keine Haken-Offerings. Dann, es gibt feste Maps. Das letzte Mal, ich glaube, das war im Finale, war das, glaube ich. Da hatte ein Team The Game und ein Team, ich glaube, Cold Twin Farm. Und da hat sich halt das eine Team aufgeregt, warum die The Game haben und die anderen Cold Twin Farm. Deswegen gibt es diesmal feste Maps für jede Runde dann. Also wenn wir jetzt in der ersten Runde sind, gibt es halt Cold Twin Farm. In der zweiten Runde dann The Game und so weiter und so fort. Ne? Ich spiele nach jeder, also nach der ersten Runde, immer einen neuen Killer. Also wenn die Cold Twin Farm abgeschlossen ist, spiele ich einen anderen Killer. Weil sonst habe ich Probleme mit, zum Beispiel bei der Cold Twin Farm ist es halt cool, mit einem Billy rumzudüsen. Aber wenn dann die nächste Runde im Game ist, dann brauche ich keinen Billy. Also ihr versteht. Ich habe das auch ein bisschen in meine Richtung gemacht, damit ich auch mal gewinne. Weil ich glaube, beim ersten Dead by Daylight Turnier habe ich, glaube ich, kein Team alle 4 getötet.
also aus seinem Team alle vier getötet. Ich glaube, es sind immer entweder zwei oder drei entkommen, aber ich glaube, ich habe überhaupt kein Team getötet. Deswegen wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Es gibt feste Maps. Dann werde ich dann halt nach der ersten Runde dann immer den Killer wechseln. Ich darf als Killer Add-ons benutzen, aber keine roten und keine lilanen. Also zum Beispiel bei Michael Myers benutze ich keinen Spiegel, ich benutze keine Haarlocke, ich benutze keinen Grabstein. Was gibt es denn noch? Ich bei der Huntress zum Beispiel benutze ich keine Lötbeile. Oh. Ich weiß jetzt gerade die anderen gerade nicht, was noch so wäre. Aber wie gesagt, keine roten und keine lilanen Add-ons benutze ich. Ich benutze einfach die grünen und die gelben, damit ich auch ein bisschen Chance habe, euch zu kriegen. Vor allem, wo ich mit dem Geist gespielt habe, ohne Add-on keine Chance, keine Chance. Und ich würde so gerne mit dem Fallensteller spielen, und wenn du da nur mit einer Falle rumrennst, vergiss es. Deswegen, ich benutze die Add-ons, aber wie gesagt, keine roten und keine lilanen. Habe ich jetzt noch was vergessen? Glaube nicht. Ich glaube nicht. Also, wiederholen wir das Ganze nochmal. Ein Team aus vier Personen spielt gegen mich, den Killer. Es gibt in jeder Runde feste Maps. Ich darf nach jeder Runde dann, also nach der ersten Runde, ne, dann immer den Killer wechseln. Die Maps wechseln nach der ersten Runde dann. Und ihr dürft keine Items mitnehmen, aber dafür vier Perks. Ihr dürft die Items aus den Kisten sammeln, das dürft ihr. Und ich benutze kein Löt. Ich benutze Add-ons, aber keine roten und keine lilanen. Und dann kommt es halt darauf an, wie viele Teams mitmachen. Dann, ja gut, das muss ich dann halt kurzfristig entscheiden, das werde ich dann im Stream sagen, wie wir jetzt spielen, ob ich in der Reihenfolge nach und nach spiele oder halt dann gegen Teams. Und wenn wir nach der Reihe spielen, dann halt kommen die besten vier Teams weiter. Genau. So. Jetzt kommt natürlich noch der Termin und ihr könnt auch wieder was gewinnen, aber diesmal nur für jedes Teammitglied eine 10 € Gutscheinkarte, ob PSN-Karte oder Amazon-Gutschein. Weil ja, bin zurzeit ein bisschen knapp bei Kasse, weil ich war jetzt dann in Urlaub, Auto wurde repariert und bla 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 bla. Ihr wisst schon Bescheid, ne? Das ist halt immer alles auf einmal. Und ja, aber Hauptsache, es gibt da noch ein bisschen was, 10 € ist ja auch okay, oder? So, jetzt kommen wir zum Termin. Und zwar ist es der 9. und der 10.8. Das ist der Freitag und der Samstag. Ob ich das in 2 Tagen mache, werden wir sehen, wie viele Teams wir haben. Wenn wir jetzt wieder so 12, 13, 14 Teams haben, dann wird das auf jeden Fall auf 2 Tagen gemacht. Da werde ich bestimmt dann die erste Runde komplett spielen. Und dann mal schauen, wie viel Uhr es ist. Dann vielleicht noch das Viertelfinale oder. Ja, also es kommt dann halt drauf an. Und der Start ist dann um 20 Uhr wieder. Genau, mein Tablet sagt es auch. Also 9. und 10.8. um 20 Uhr. Ob wir das an einem Tag, an einem Tag durchkriegen, das werden wir dann sehen. Und ja, wie könnt ihr mich kontaktieren? Entweder hier unten drunter bei YouTube schreiben oder bei Facebook, weil ich werde das auch bei Facebook posten, das Video. Und ja, zu sehen wird es sein dann bei twitch.tv auf meinem Kanal steffo-88. Ihr könnt mir auch eine PSN-Nachricht schicken und da heiße ich steffo-100. Oder halt bei Facebook dann unten drunter schreiben, die Kommentare. Und ich würde sagen, ja, Anmeldeschluss ist der Donnerstag, der 8.8. Oder sogar Freitag, das ist ja wurscht. Und ja, ich hoffe, es machen wieder zahlreiche Teams mit. Wenn ihr mitmacht, dann bräuchte ich dann den Teamnamen. Und falls ihr mich noch nicht auf der PS4 geaddet habt, dann noch mich adden. Und dann wird das halt einfach so stattfinden.
Der Teamkapitän addet mich und wenn ihr dran seid, sage ich euch, das Team Rescue ist dran. Dann lade ich den Team-Captain ein und der Rest joint dann dem Team-Captain nach. Und ja, das war eigentlich ganz gut beim letzten Turnier. Hat alles gepasst. Und ja, das war's jetzt von diesem Video. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Also, ich wünsche euch was. Ich hoffe, es machen wieder genug Leute mit. Und ja, liken, teilen, nicht vergessen, könnt ihr gerne machen. Und wir sehen uns dann spätestens im Nebel bei Dead by Daylight. Ciao, ciao.